Willkommen zu Juri Experience und heute will ich mit dir über Brüste sprechen. Ja, ich weiß, das ist doch Brüste. Wie kann man überhaupt über sowas sprechen? Trotzdem will ich das tun. Das ist ein wichtiges Thema, sowohl für sexuelle Erziehung als auch im Sinne von, was denkt so die Gesellschaft über komische Sachen. Also Brüste, Anatomie und Sozium. Wie wir das betrachtet. Lass uns anfangen. Aber natürlich, bevor wir es tun, muss ich dir sagen, dass es Juri Experience ist und hier teile ich meine verschiedenen Meinungen zu verschiedenen Themen. Wenn dir dieses Video gefallen wird, du kannst dich freuen, ich mache 2 Videos pro Woche, montags und donnerstags. Du kannst gerne dieses Video liken, du kannst gerne den Kanal abonnieren. Let's go! Wir fangen mit Anatomie an und Körper beider Geschlechter haben Brüste. Aber man soll nicht vergessen, dass Brüste sind nicht alles, was hier so oben im Brustkorb sich befindet. Nein, Brüste, anatomisch zumindest, Brüste sind nur halt äußere Schichten. Damit meine ich, dass die Muskeln, die halt zum Brustmuskulatur gehören, gehören anatomisch nicht zur Brust. Zur Brust gehören anatomisch verschiedene Fettgewebe und milchproduzierende Gewebe, sowie auch ein paar andere Gewebe, die das alles zusammenhalten. Beide Geschlechter haben Brüste. Das ist ziemlich offensichtlich. Du hast höchstwahrscheinlich die zumindest gedeckt schon gesehen. Der Unterschied ist, wie viel Fett ist da deponiert in diesem Bereich und das hängt davon ab, das hängt von Hormonen ab und deswegen ist es bei verschiedenen Geschlechtern verschieden. Der andere Unterschied ist natürlich die Tatsache, dass männliche Brüste können nicht laktieren. Männliche Brüste können kein Milch produzieren. Zumindest in normalem Zustand. Was aber weibliche Brüste machen können. Es liegt daran, dass in weiblichen Brüsten sind zum Ende entwickelte milchproduzierende Gewebe. In männlichen Brüsten ist das nicht der Fall. Die Gewebe sind da. Also theoretisch können männliche Brüste Milch produzieren. Aber praktisch sind die normalerweise unterentwickelt und soweit alles aus der hormonellen Sicht gut ist in dem männlichen Körper, dann wird diese Person auch nicht laktieren. Kann aber schon passieren, ist aber sehr selten. Als interessant gilt für mich persönlich die Tatsache, dass die meisten Primaten, da haben weibliche Körper keine Brüste. Also Brüste sind schon da, aber ich meine nicht in der Form, wie wir das bei Menschen erkennen. Also weibliche Brust. Bei den meisten Primaten vergrößert sich die Brust während Schwangerschaft. Was übrigens bei weiblichen Körper auch passiert. Während der Schwangerschaft vergrößert sich die Brust und bereitet sich vor, Milch zu produzieren. Genauso ist es bei Primaten, aber bei Primaten nach der Schwangerschaft geht alles zurück und der weibliche und männliche Körper unterscheiden sich nicht so sehr. Noch ein paar kleine Informationen. Normalerweise fängt die Brust mit der Entwicklung, so in die Größe und Entwicklung von milchproduzierendem Gewebe, während Pubertät an. Das glaube ich kein Wunder für die meisten von euch. Und die zweite kleine Tatsache, von außen sieht man größtenteils halt Haut, so normale Haut und dann Brustwarzen am Ende oder Nippeln, heißt es, nenn es wie du willst, mit Warzenhof um den Nippel, was ein extremst merkwürdiges, passende, aber komische Wort. So auf Englisch heißt es Aureole oder sowas in der Art und das gefällt mir lieber. Warzenhof finde ich so, keine Ahnung. Was man aber wissen soll, während stillen Zeit produzieren weibliche Körper, und zwar Warzenhof in einem weiblichen Körper, ein bisschen so Flüssigkeit oder so, grob gesagt wie Gleitmittel, damit Nippel so gesagt überlebt. Das ganze Prozess von Kauen die ganze Zeit. Deswegen Körper kümmern sich schon ein bisschen zumindest um die Nippel. Yay. Am Ende, Funktionalität von Brüsten normalerweise begrenzt sich auf Stillen, was natürlich nur für Frauen relevant ist, und sexuelle Zwecke, weil vor allem im Nippel, aber auch in der Brust gibt es ziemlich viele Nervenendungen. Das ist sowohl für weibliche als auch für männliche Körper relevant, aber natürlich, wie stark es relevant ist, hängt vom Körper selbst an. Aber im Großen und Ganzen ja. Im Sinne von sexuellen Sachen sind Brüste auch relevant. Was mich natürlich zu dem zweiten Teil des Videos führt, wo wir über die Gesellschaft sprechen und wie die Gesellschaft mit Brust umgeht. Und wie mit vielen sexuellen Themen geht die Gesellschaft folgendermaßen um. Das ist ein Tabuthema. Also, lass uns darüber nicht sprechen. Nackte Brust
Nee. Und das trotz der Tatsache, dass während der Geschichte der Menschheit sehr viele Kulturen, wenn nicht alle, hatten Zeiten, wo Brust etwas komplett Normales war. Und sehr viele Kulturen haben das immer noch. Da, du kommst halt dahin und da laufen alle einfach oben ohne. So komplett. Alle. Beide Geschlechter. Und keiner achtet darauf, weil das komplett normal ist. Aber in Westeuropa und in den USA und so in solchen Ländern haben wir hohe ethische Werte. Und das hat dazu geführt, dass auf einmal Brust nichts Gutes ist. Also Brust ist nichts, was man zeigt. Vor allem Nippel. Weh, zeigst du einen Nippel? Natürlich war es nicht immer so. Brust war schon mehr oder weniger die ganze Zeit sexualisiert, weil es halt Brust ist. Aber nur weil es sexualisiert war, bedeutet es nicht, dass es verboten war, es zu zeigen. Es waren mal Zeiten in Europa, wo also halt Bein zu zeigen so, und vor allem unteren Teil des Beines zu zeigen, war komplett verboten. Das ist doch halt ziemlich riskant, wenn du sowas machst. Aber wenn bei dir so eine Brust raushängt, vor allem halt tatsächlich nur eine, es gab extra Kleider, wo nur eine raushängt. Das ist okay, das ist normal. Irgendwann hat es sich aber geändert und ab da sind Brüste nichts Normales. So zumindest nichts, was du normalerweise auf den Straßen sehen willst oder wirst. Aber der Punkt ist folgend: Für Frauen und Männer ist die Situation verschieden. Es ist so, dass weibliche Brust ist verbotener zu sehen als männliche. Natürlich bedeutet es nicht, dass egal welche Brust an allen Stellen erlaubt ist. So, es gibt Stellen, wo Brust so fast verboten ist, so fast legal, gesetzlich verboten ist. Und es gibt Fälle, wo das einfach gesellschaftlich oder in der Location nicht erlaubt ist. Zum Beispiel, wenn du in eine Bank gehst, normalerweise erwartest du keine oben ohne körperliche Menschen, egal, Frauen oder Männer. Halt, in Bank ist es nicht so. Auf der anderen Seite, auf dem Strand ist die Wahrscheinlichkeit hoch, Männer oben zu sehen, oben ohne zu sehen und manchmal auch Frauen, abhängig davon, welcher Strand und wo es ist und so weiter. Aber Druck auf Frauen hier tatsächlich viel höher als auf Männer. So, grob gesagt, in sehr vielen Plätzen, sehr vielen Ländern, wenn eine Frau oben ohne halt auf der Straße läuft, ist er sofort beurteilt. Also, das ist eine schlechte Frau, die ist eine Hure, die will nur Sex haben und sonst was. Und 10 Minuten später geht da ein Mann durch und alles ist komplett normal. Menschen werden halt nur möglicherweise blöd gucken, wenn normalerweise Menschen da nicht oben ohne rumgehen. Aber ansonsten, ja. Ja, das ist deswegen so. Interessanterweise haben Männer mal gekämpft, um das Recht, Brust zu zeigen. Kämpfen ist vielleicht ein starkes Wort oder zu starkes, aber irgendwann, also ich glaube es waren 1950er, haben sie darum gekämpft, um Brust zeigen zu können. Weil es war allen theoretisch verboten, gesetzlich, so, du könntest keine Ahnung, eine Strafe bekommen. Und Männer haben protestiert, Männer haben die Regel ignoriert und irgendwann hat es dazu geführt, dass alle haben gesagt, ja, dann ist das so und Gesetz gestrichen und für Männer ist das irgendwie okay, seitdem. Frauen kämpfen aktuell gegen diese Idee, dass weibliche Brust ist etwas Verbotenes, etwas, was man nicht sehen kann, darf, soll. Aktuell gibt es ziemlich viele Kampagnen, abhängig von dem Thema. So, es gibt gegen BH, gegen allgemein, dass die Brustwarzen so verboten sind zu sehen. Und allgemein, wie viel Sexualität von der Brust da sein soll. Und alle davon haben mehr Sinn und weniger Sinn. Dementsprechend, es existiert, dieser Kampf ist da, ihr könnt auch da teilnehmen. Und dieser Kampf bringt schon ab und zu Früchte. Laut meinem Wissen in Kanada ist es komplett normal, oder zumindest ist es erlaubt, gesetzlich, dass eine Frau oben ohne auf den Straßen rumläuft. So, wo ein Mann rumlaufen kann, dann kann auch eine Frau da rumlaufen. Was meiner Meinung nach ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ob es halt gesellschaftlich akzeptiert ist, ist ein anderes Thema, aber das ist ein Thema für... Das ist ein komplizierteres Thema. Kurz noch will ich das Thema von Stillen anfassen, weil es stark diskutiertes Thema ist. Stillen ist an sich ein sehr natürlicher Prozess. Also du isst doch mit einer Gabel, da isst einfach ein Kind nicht mit einer Gabel, aber auch mit dem Mund.
praktisch. Trotzdem wird es ziemlich stark diskutiert, wo soll man stillen dürfen, wo soll man stillen nicht dürfen. Ist es okay für eine Frau im Restaurant zu stillen, im Café zu stillen, in Sexshop zu stillen? Also wo ist es okay und wo ist es nicht okay? Keine Ahnung, für etwas, was so natürlich ist und was alle mal gemacht haben, also alle haben mal an Brust gegessen. Okay, fast alle. Dementsprechend für diesen Fall, keine Ahnung. Meiner Meinung nach, stillt doch. Egal, wo ihr wollt. So. Das ist, ihr müsst das doch machen. Keine Ahnung, das ist für mich nicht mal ein Thema. Am Ende kurz meine persönliche Meinung über Brüste. Ich mag Brüste, also ich bin ein heterosexueller Mann und zu sagen, dass ich Brüste nicht mag, wäre eine Lüge. Zu sagen, dass ich nur Brüste mag oder dass ich Brüste super duper sexualisiere, nö. Also, es ist nicht der hauptsexuelle Teil des Körpers für mich persönlich. Es gibt verschiedene Meinungen, das ist meine persönliche Meinung. Brüste sind wichtig, aber ich habe keine hohen Ansprüche, was das angeht. Ich habe andere Ansprüche, was Körper angeht. Und dabei belassen wir es auch. Wenn wir über Gesellschaft sprechen, dann, naja, solange wie dieses Thema von Brüste und Sexualisierung und was darf man von Körper zeigen und was darf man von Körper nicht zeigen, was übrigens nicht nur mit Brüste verbunden ist, aber auch mit Brüste, soweit es immer noch ein Thema ist, so lange werden wir darüber sprechen müssen, ob Brustwarze okay ist, wo, wie viel von Brust darf man zeigen und wie viel nicht. Meiner Meinung nach, soweit wir uns daran gewöhnen, dass es überall akzeptiert ist, wird auch das Niveau von Sexualisierung tiefer gehen. Weil, naja, das Normale sexualisiert man viel weniger. Nicht, dass man das komplett nicht sexualisiert, aber viel weniger. Und es wird viel weniger davon so, halt, oh, Brüste. Deswegen, macht, was ihr wollt. Vor allem halt, ich bin dafür, dass Menschen mehr Freiheiten haben. In gesunden Maßen natürlich, aber das finde ich gesunde Maßen. Also welche Klamotten die Person anziehen darf und welche, ohne welche Klamotten diese Person gehen darf. Deswegen, ja. Das war's. Ich hoffe, dass das Video dir gefallen hat. Wenn es der Fall ist, bitte Like-Button, bitte abonnieren. Und ansonsten, ja, das war's. Wir sehen uns am Donnerstag. Schöne Woche dir.